guys. This is Doc M. Another Minecraft video. Mir gefallen nur die Wolken noch nicht so toll. Aber ich glaube, so sieht's besser aus. Ja, so sieht's besser aus. Hier sieht man ein bisschen mehr. Und auf alle Fälle würden sich hier Pistons ausfahren. Hier drunter. Wir können ja mal kurz hier das wegmachen. Das geht einmal rundherum. Genauso wie unten. Und somit würde dann der Raum geschlossen sein. Ich mach mal hier die... die Regengeräusche ein bisschen leiser. Kann man das nicht irgendwo sogar extra machen? Weiß ich jetzt nicht genau, wo das geht. Ja, ist ja jetzt egal, wird schon passen. Und ja, hier sind auch so ein paar Basic Sachen drin, die er mal irgendwo irgendwann her hatte und keinen Bock mehr hatte, die irgendwie aufzuräumen. Das ist bei ihm ein bisschen typisch. Und ich finde, das sind alles Bugs, oder? Ups. Okay. Sieht verrückt aus hier unten. Aber ich glaube, ich kann es euch ungefähr zeigen, was passiert. Der Block wird zurückgezogen, genau. Und somit fahren alle Pistons aus. Jetzt brauchen wir mal wieder einen Block, um es nach oben zu bekommen. Wobei, wir können auch einfach eine Enderperle schmeißen. Und ihr seht, jetzt sind alle Blöcke nach unten gefahren. Somit ist es dunkel und es kann, weil sie zur Schlafenszeit nichts passieren. So, dann setzen wir den Block aber wieder daher. Und jetzt hat es, glaube ich, aufgehört zu regnen. Yay, sehr gut. Setzen wir die Wolle wieder dahin. Und dann können wir uns mal hier einen Überblick verschaffen. Das ist ein ziemlich großer Bereich, wo er noch nicht groß erkundet hat. Nicht besonders erkundet hat. Und ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwo einen Balkon... Nee. Aber wir haben hier nochmal einen Aussichtsturm. Mit einer Zwischenplattform. Braucht aber keiner eigentlich. Ist halt da. Oh, da geht's noch höher. Genau. Und das war's nicht alles. Man kann nochmal höher über dieses Minecart. Und das ist, glaube ich, damals die höchste Höhe gewesen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es aber nicht genau. Und von hier oben hat man auch einen sehr schönen Überblick über die ganze, über den ganzen Bereich auch zum Teil. Was das ist, dazu kommen wir noch. Da waren wir schon. Da hinten, dazu kommen wir noch. Zu dem kommen wir noch. Zu dem kommen wir noch. Zu dem kommen wir noch. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Später kommen wir noch zu dem, was da hinten ist. Das sieht man auch gar nicht. Und jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen rum. Und dazu müssen wir wieder da durch. Da kann man einfach durchfahren, oder? Ja. Und da würde ich jetzt sagen, gehen wir doch mal darüber. Geht's hier runter. Schauen wir nämlich uns erstmal noch hier ein bisschen um, denn hier sind wir noch nicht fertig. Denn man sieht vielleicht hier ein Button und eine Glowstone-Lampe. Und wenn ich jetzt das mache, zack, Diamanten und zwei Stäbe. Ideal für eine Spitzhacke, die wir uns doch gleich mal bauen werden. So. Dann hier hat er noch einen Block-Swapper. Ist zwar ein bisschen sinnlos, aber warum nicht? Dann, was haben wir hier noch? Ah, hier sieht man den ganzen, die ganze Technik. Ich schätze mal, hier sollte eigentlich noch zu sein. Dann, wo geht's denn hier hin? Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ach, hier geht's auf den Balkon. Okay. Dazu kommen wir aber dann gleich noch, denn wir sind oben noch nicht ganz fertig. Sieht man den ganzen Redstone durch. denn hier ist ein Hebel. Und
da öffnet sich eine kleine verborgener Raum, der für das alte Enchanten ausgerüstet war. Leider. Beziehungsweise heißt leider. So oder so ist es gut. Und man kann hier quasi zusätzlich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt eigentlich schon so reichen würde. Ne, es reicht nur bis 28. Wenn ich aber den da wegtun machen würde, dann wird es wahrscheinlich schon reichen. Aber früher ist er dann immer hier drauf gestanden und dann hat er eben Level 50 erreicht. Jetzt erreicht man halt Level 30 maximal. Da wir aber Level 0 sind, bringt uns das gar nichts. Schon krass, jeder Block wird dann nach unten gezogen. Hier sind ein paar Sachen, die man zum Brauen benutzen kann. Soll, muss, darf, kann, will. Und dann hat er hier in den Ecken zwei Braustände gehabt. So. Dann war es hier eigentlich soweit. Jetzt ist Nacht, jetzt können wir dann schlafen. Mal bei Nacht das Ganze anschauen. Ja, hier sind überall so Kisten eben mit verschiedenen Werkzeugen. Knockback, irgendein Scheiß, den halt quasi keiner braucht. Nehmen wir uns mal den mit. Bringt uns aber nichts, weil wir keine Pfeile haben. Und ja. Protection, Protection, Protection. Feather Falling. Können wir uns mal ein bisschen ausrüsten. Protection. Und Protection. Aqua Infinity. Nehmen wir den da. Oder was haben wir da? Respiration Protection. Nehmen wir den da. Und den Helm nehmen wir notfalls noch mit. Weil ich jetzt nicht weiß, was für einer für unter Wasser unendlich atmen ist. Na, hier sind noch so restliche Unbreaking Fortune. Fortune 2, oder? Nee, Fortune 3 sogar. Ja, würde ich sogar nehmen. Jetzt ein paar Diamanten, ein bisschen Eisen und dann, um die Dispenser zu auffüllen, geht man einfach hierher. Da sieht man, ein paar Diamanten sind noch drin. Also so schnell geht's nicht aus. So, dann... Ja, war's das hier. Aber ich würde sagen, wie gesagt... Wir gehen jetzt noch kurz oben ins Bett, wenn es schon Nacht ist. Flupp. Und dann... Hump. Geht hier alles zu. Und wenn es wieder Tag ist, gehen wir alles auf. So, jetzt haben wir gleich unseren Spawnpunkt auch mal resettet. Dann sterben wir nicht immer, oder spawnen wir nicht immer da unten. Nämlich ganz schön nervig. Und weil wir jetzt gerade eben schon den ganzen Weg darunter gelaufen sind, machen wir jetzt kurz einen Quick Drop sozusagen. Ich hoffe, wir kommen von da überhaupt hin. Ups, gut, dass wir Feder vor dir haben. So, hier sind wir vorher rausgekommen. Mal ganz still und heimlich so gesprungen. Und von hier hat man auch wieder einen ziemlich geilen Ausblick. Überall hängen so die Lianen runter und so. Sehr geiles Teil gemacht. So, dann kann man aber auch noch hier rüber gehen. Und hier befinden sich dann zwei weitere künstlich angelegte Bäume. Einer, der das Ganze nur hält. Und in dem anderen, in dem sich nochmal was befindet. Und dann drin hier ist ein... nur einmal bitte. Ein Samenspender. Man kann nämlich hier dunkel machen. Dann das da machen. Und dann... ne, falsch rum. Baumehl braucht man. So. Ah, ich glaube immer so. So glaube ich kurz. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Schauen wir mal, ob was kommt. Das ist ja auf alle Fälle so, als wäre hier in der Nähe irgendwo ein Viech. Aber irgendwie so ist es, glaube ich, hier geplant. Ach, man braucht, glaube ich, das Licht. Machen wir das nochmal. Probieren wir es nochmal. Also einmal so. Ich weiß gar nicht, ob man nicht sogar auch...
Ne, mit Wasser geht's nicht. Aber wenn das Wasser weg ist, bauen wir drauf. So, glaube ich, müsste das hinhauen. Irgendwie in die Richtung. Aber das brauchen wir jetzt alles nicht. Weg damit, weg damit. Ich sagte weg damit. Denn... wie kommen wir jetzt hier gleich nochmal rein? Ich weiß es gar nicht, vielleicht kommen wir hier gar nicht rein. Sind nur von unten. Ich glaube, man kommt nur von unten rein. Dann gehen wir doch von unten, denn den Weg muss ich euch eh noch zeigen. So. Gehen wir hier wieder ordnungsgemäß nach oben. Also. Din, 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 din. Und zack, sind wir wieder oben. Und dann... glaube ich, geht's so. Ah, ne, wir wollen noch ein weiter runter. Genau. Dann sind wir nämlich jetzt wieder hier beim Bahnhof. Und hier kann man dann hier hinten einen Hebel umswitchen. Und dann öffnet sich hier eine Hidden Piston Door. Und die kann man, glaube ich, auch von hier wieder zumachen. Ah, hier irgendwo. Genau. Und das ist eine sehr geile Arbeit, hier überall Lava zu setzen. Und hier befindet sich ein... ah, genau. Ein... ja, wie auch immer man es nennen mag. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Durch die Wand schauen halt. Und da sieht man eigentlich ziemlich... gut ausgeleuchtete Caves, würde ich mal sagen. Außer hier unten. Ja, ich denke, das kann man so lassen. Von da hinten sieht man leider... wow, nicht so viel. Aber das ist ja egal. So, wir begeben uns wieder nach oben. So. Scheiße. So geht's auch. So. Dann hier ist eine Höhle voll mit Mushrooms. Drum hat er da so ein Glas dazu getan. Und hier ist ein Boot-Elevator. Der, so wie es aussieht, nicht mehr funktioniert. Ja, ich glaube, da fehlt ein Boot. Ich glaube, der geht nicht mehr. Der funktioniert anscheinend nicht mehr so gut. Aber jetzt sind wir doch irgendwie herin. Keine Ahnung. Ein bisschen verbuggt, würde ich mal sagen. Jetzt weiß ich auch gar nicht, wie wir da hochkommen wollen. So auf jeden Fall nicht. Hier war das gerade mit den Booten, oder? So. Oh oh. Gut, dass wir Federfalling haben. Aber jetzt weiß ich leider dann auch bald nicht mehr weiter. Darum würde ich sagen, gehen wir einfach mal aufs Ganze. Wir setzen einfach mal ein paar Blöcke. Ist ja egal. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann können wir nichts dagegen tun. So. Du gehst bitte auch noch kaputt. So. Ah, komm. Dreckige Scheiße. So. Auf ein neues. So. Ach, das war, glaube ich, das letzte Boot. Subscribe.